Hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Toy Review, heute von Transformers Universe Hound. Hound, ein klassischer Charakter, den ich noch aus meiner Jugend kenne. Ein super geiler Charakter von Autobot. Immer für einen Kampf bereit und auch so mit sehr vielen Tiefen. Was mich an dieser Figur sehr gewundert hat, es ist natürlich eine 25-Jahre-Edition. Man sieht es einmal hier unten auf der Packung. 25 Jahre, Generation 1. Hound ist natürlich eine schöne Boxart mit einem Drum und Dran. Schönen Text. Was mich sehr gewundert hat an dieser Figur ist, er wird mit einer Kassette von den Decepticons quasi geliefert, die sich in, ja, man mag es kaum glauben, aber in Ravage verwandelt. Ich habe mich gewundert, wieso wird ein Autobot mit einem Decepticon geliefert? Ja, bis ich dann gesehen habe, auf der Packung steht es quasi drauf. Auf der Packung steht oben ganz klein: Autobot Hound findet Ravage immer, egal wie geschickt dieser vorgeht. Das heißt, okay. Er ist auf der Jagd nach Ravage. Geile Sache, ganz ehrlich. Ein Doppelpack mit Autobots und Decepticons zusammen findet man selten. Es ist ein richtig schönes, nice to have, was mit dabei ist. Gefällt mir. Allerdings muss ich auch gleich die Vorfreude ein bisschen bremsen bei dieser Figur. Diese Figur hat Vor- und Nachteile. Alles in allem, wie gesagt, sehr schön gestaltet. Die Kassette hat zum Beispiel leider den Nachteil, auch wenn sie unten ein schönes Symbol hat, wie auch immer, man sieht die Komponenten des Tieres nicht nur sehr extrem, sondern die Kassette ist auch krumm. Ja, sie ist nicht wirklich so, wie sie sein sollte, aber das könnte vielleicht ein Produktionsfehler bei mir gewesen sein, ich weiß es nicht. Zweite große Manko an dieser Figur, die Vorderräder. Ich dachte erst, es wäre eine Lenkung, aber nein, ist es nicht. Die Gelenke unten sind ausgeleiert gewesen bei mir. Sehr schade, dadurch ist ein Vorwärts-Rückwärts-Fahren davon relativ schwer möglich. Aber gut, okay, ich spiele jetzt auch nicht mit der Figur. Es steht bei mir in der Vitrine. Das nächste Manko ist die Waffe. Die Waffe kann man schön im Fahrzeugmodus hinten an den Sitzen befestigen, egal auf welcher Seite. Sehr schön gemacht. Allerdings kann man diese Waffe im Autobot-Modus, also das heißt im Roboter-Modus, an der Schulter befestigen, was allerdings bei dieser Figur nicht funktioniert. Die Kanone fällt immer wieder ab. Aber dazu gleich mehr. So, Hound hat noch eine nette kleine Spielerei. Hinten sind schwarze kleine Stifte, die kann man nach oben ausfahren. So. Und quasi, wenn man die ausgefahren hat, kann man Ravage in der Kassettenform quasi hinten draufstecken und ihn quasi befestigen. So. Ja, dann fährt er halt mit der Kassette durch die Gegend. Okay. Sinn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall trotzdem sehr nett. Bevor wir jetzt einmal mal zu Hound kommen, zeige ich euch einmal Ravage. Ravage, wie gesagt, die Raubkatze quasi von Soundwave. Ist sehr einfach zu verwandeln. Sehr nett gehalten. Besser auf jeden Fall als die G1-Version. So, ich zeig's euch einfach mal. Die Figur, wie gesagt, an sich sehr einfach gehalten. Ihr dreht einfach erstmal die Hinterfüße nach oben. Dann dreht ihr sie quasi einmal komplett nach außen. Dann dreht ihr die Kassette so zusammen. Quasi, sieht aus wie eine verformte Kassette, ja. Dann dreht ihr die Beine einmal runter. Auf beiden Seiten. Achtet nur darauf, bevor ihr es zusammenklappt, das habe ich jetzt vergessen, hier innen drin könnt ihr noch den Schwanz quasi rausklappen. So. Und unten könnt ihr dann den Kopf hochklappen. Und schon habt ihr Ravage. Ja, jetzt nichts Besonderes, allerdings an sich gehalten. Wie gesagt, es ist ein nettes Gimmick.
Ja, Großbeweglichkeit besitzt diese Figur nicht. Klar, man kann jetzt die Beine so bewegen. Hat ein quasi ein Kniegelenk. Hier oben natürlich auch. Allerdings kann man hier nichts bewegen. Das heißt, man kann hier nur die Vorderbeine bewegen. Den Kopf kann hoch und runter klappen und den Schwanz hoch und runter klappen. Das war es dann eigentlich schon. So, kommen wir jetzt zu Hound. Hound, wie gesagt, sehr schön gehalten, schönes Armeegrün. Erinnert mich irgendwie an Bullcat, der Primeline. Ist ungefähr die gleiche Farbe, beziehungsweise, ja, es ist die gleiche Farbe. Das Einzige, was mich stört, ist ein bisschen, weil es auch ein ganz anderes Plastik ist, die Scheibe mit dem Stück, Motorhaube ist in einem hellgrün gehalten. Kann ich nicht richtig nachvollziehen, aber naja gut, okay. Vorne ein schönes Autobot-Symbol draufgedruckt. Der Armeestern schön drauf. Durchsichtige Frontlichter, was ich auch sehr schön finde. Natürlich die Seilwinde schön ausgeprägt. Silberner Frontgrill auch sehr schön gestaltet. Nicht einfach so draufgepackt, sondern richtig nach außen stehend. Gefällt mir auch sehr gut. An der Seite der Aufprallschutz quasi, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie man es nennt. Jedenfalls der untere Schutz, der Wagenschutz, der Unterbodenschutz, auch im Silber gehalten. Die Räder leider sind komplett schwarz. Schön wäre es gewesen, wären die in Silber gehalten. Die Stoßstange auch schön im Silber gehalten. Rote Rückleuchten. Innen drinne leider keinerlei Sticker, keine Bemalung, kein gar nichts von der Innenausstattung. Allerdings wäre es schön gewesen, wäre hier der Monitor beklebt gewesen oder oben die Sachen beklebt. Leider nein. Trotzdem sehr schön. Sitze ausgearbeitet, die vor allem sich sehr schön im Robotermodus einklappen lassen. Vorne nochmal drei Leuchten. Die Spiegel haben leider hier innen drin auch keine Bemalung. Hier kann man jetzt Waffen dran befestigen, wenn man möchte. So, kommen wir zur Verwandlung. Die Verwandlung ist sehr einfach gehalten. Einmal die Waffe lösen. Ganz simpel. Dann einmal die Arme rausklappen. So. Dann an der Seite die Beine lösen. Quasi hier der Pin, oben der Pin, quasi hier an der Seite rausziehen. Man sieht, die Sitze klappen automatisch rum. Bevor sie sich ganz rumklappen, bitte einmal die Sitze zusammenklappen. So. Dann einmal diese schwarzen Rückbänke quasi rumklappen. Dann könnt ihr auch schon die Beine langziehen. Ihr seht, die Sitze haben sich hier schön mit den Oberschenkeln verbunden. Und hinten ist alles schön zu. Dann dreht ihr einmal die Füße nach oben. Separiert die Beine. Dreht hier den Lendenschurz einmal nach unten. Dann dreht ihr hier oben die erstmal löst ihr die Reifen. So. Denn die Reifen blockieren, ihr seht es hier unten, da ist ein kleiner Pin. Dieser Pin blockiert quasi die Motorhaube, dass sie runterklappt. Das heißt, einmal hier rumklappen und schon könnt ihr die Motorhaube dann nach oben klappen. So, wenn ihr es dann quasi gemacht habt, dann dreht ihr die Reifen mit dem Doppelgelenk einmal nach außen, dreht die Motorhaube nach unten und schon kommt der Kopf zutage. Den dreht ihr einmal komplett rum. So, dreht hier hinten die Scheibe einmal nach oben. So, dreht das hier einmal nach unten. Das heißt, also ich zeige es noch einmal, dieses hier nach unten, so. Und anschließend den Lendenschurz
nach oben klappen. Und hier oben quasi gegendrücken. Das ist auch ein Manko, der ist komplett locker. Das heißt, er lässt sich nicht wirklich irgendwo einstecken oder befestigen oder wie auch immer. Was ich auch sehr schade finde, das hätte besser gelöst werden können. Ja, anschließend werden die Fäuste aus den Armen rausgedreht. Dann die Räder nach hinten. Jetzt ist natürlich die Sache, auf der Packung steht's, man sollte die Reifen so klappen. Bei mir funktioniert es nicht wirklich, weil es extrem locker ist. Ich drehe die Reifen persönlich immer so rum und lasse sie quasi hinten ein Backpack quasi bilden. Ist aber Geschmackssache, wenn man es natürlich korrekt verwandeln will, sollten die Reifen nach außen. Ich mache es jetzt so, weil bei mir halt das Modell ein bisschen lose ist und dadurch bewegt sich alles natürlich zur Seite und das gefällt mir natürlich nicht. So, und da haben wir auch schon Hound. Hound hat natürlich jetzt noch diese kleine Waffe. Diese Waffe lässt sich entweder in die Hand geben. Sieht aus wie ein Bohrer, ist aber eine Laserkanone. Oder ihr könnt diese Waffe mit diesem kleinen Haken hier hinten festmachen. Und da kommen wir schon zu dem Kritikpunkt, den ich vorhin genannt habe. Er hält nicht. Ihr seht's, er fällt runter. Es ist einfach, ja, grausam. Man hätte es wirklich besser lösen können. Weil hier gibt's nichts zum Feststecken. Er wird einfach hinten eingehakt und er hält nicht. So sollte die Waffe halten, aber nein, sie tut es einfach nicht. Sehr, sehr schlecht. Man kann natürlich jetzt auch noch sagen, okay, ich drehe jetzt die Räder rum und versuche dann die irgendwie da vorzuschieben, dass es irgendwie hält. Aber das ist auch keine Lösung. Man könnte es jetzt so machen, dann hält dieses Rad quasi die Waffe noch fest. Ja, toll. Aber ihr seht schon, es wackelt auch schon wieder. Das heißt, es wird niemals halten. Ich weiß nicht, wie es bei euch da ist. Bei mir, wie gesagt, geht's nicht. Schade, schade, schade. Es hätte besser sein können. Ja. Ansonsten, wie gesagt, eine sehr schöne Figur. Ich gebe die Waffe jetzt einfach mal in die Hand. So, von der Figur an sich. Um jetzt einiges mal dazu zu sagen. Die Figur an sich ist sehr schön gehalten. Wie gesagt, es ist der typische Hound, wie man ihn halt kennt, aus dem Comic. Das heißt, er ist sehr gut umgesetzt. Die Gelenke sind natürlich auch sehr toll. Man kann jetzt natürlich noch hier das seitlich drehen und ihn quasi besser zum Stehen bringen. So. Sieht natürlich auch sehr viel actionlastiger aus. Das Schöne an dieser Figur ist, die Beine haben sehr viele Gelenke, dadurch sehr viele Posen. Das heißt, ganz normal Kniegelenk, Obengelenk, seitlich drehbar. Der Fuß, wie gesagt, auch nochmal drehbar. Seitlich drehbar. Das heißt, sehr schöne Posen, wie ich schon sagte, möglich. Leider, einziges Manko ist, ja, der Oberschenkel ist zu dick. Das heißt, dadurch kann man das Knie nicht richtig bewegen. Dazu müsste man dann quasi das Teil hier runterklappen und dann kann man das Bein auch, und wie gesagt, das Knie noch weiter drehen. Ist aber nicht der Sinn der Sache, deswegen sehr schade gehalten. So. Ja, sehr schade halt. Was ich auch sehr schade finde, sind die Hände sind schwarz. Im Original, man sieht es auf der Verpackung, sind sie in einem Grün gehalten. Hier unten einmal. Das ist natürlich hier nicht der Fall. Ansonsten ist die Figur allerdings gegenüber der Verpackung sehr akkurat gehalten. Sie hat Lightpipe-Augen, was ich auch sehr schön finde. Und ja, die Arme können auch seitlich bewegt werden. Ellenbogen hoch, runter, Schulter hoch, runter. Die Arme lassen, also die Hände lassen sich leider nur einklappen. Der Kopf ist auf einem Balljoint, das heißt, man kann ihn hochklappen, runterklappen. Ja, man kann so gut wie alles machen. Man kann ihn auch drehen, nur das Drehen ist ein bisschen eingeschränkt. Man müsste ihn wirklich hier komplett mit diesem weißen, dieser weißen Halterung, wo er fest ist, quasi nach oben bewegen. Dann kann man ihn auch drehen und alles. Wenn man ihn allerdings nur ein bisschen runter zeigen lässt, dann, ja, geht's nicht. Dann blockiert's.
So, Hound selbst ist mittlerweile von der Generation Line oder besser von der Universe Line einer meiner allerliebsten Figuren, weil er halt wirklich als klassische Figur, G1-Figur, richtig was hermacht. Ich würde sagen, Fahrzeugmodus, volle Punktzahl, 10 von 10. Sehr schön gemacht, auch wenn die Räder als Manko natürlich schon ziemlich groß ist. Ansonsten sehr windschnittig als Jeep. Im Robotermodus, ja, 9 von 10 Punkten. Leider dadurch, dass er nicht wie im Original die Waffe bei mir an der Schulter befestigen kann. Wenn es bei euch anders ist, seid froh. Dann würde ich in dem Fall 10 von 10 Punkten vergeben. So, leider nur 9 von 10. Von der Farbe her, sehr schön gehalten. In Japan gibt es noch die Takara-Version. Die ist dann im glänzend grün metallic. Ja, ist zwar schöner, aber mir reicht diese Figur ja auch von Hasbro. Ja, was soll man groß sagen? Ravage als Zusatz, nice to have, ist ein schönes Gimmick. Habe ich sonst bis jetzt von der Generation bzw. Universe Line noch nicht gesehen. Sollte Hasbro wirklich öfters mal machen. Fehlt einfach. Zum Beispiel noch die anderen Kassetten, aber leider kommen momentan keine weiteren Universe-Figuren in dem Sinne davon raus, die das quasi ergänzen könnten. Ja, was soll ich sagen? Typischer Spruch, wie zum Schluss, wenn ihr Fragen oder Kritik habt, wie gesagt, einmal unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns bei unserem nächsten Review und ich sag einfach mal Tschüss, euer Rexfor.